Also die gemeinsame Obsorge umfasst grundsätzlich die Pflege, Erziehung, Vermögensverwaltung und gesetzliche Vertretung des Kindes. Bei Kindern, die in aufrechter Ehe geboren werden, sind grundsätzlich beide Elternteile mit der Obsorge betraut. Wird ein Kind nicht in einer aufrechten Ehe geboren, ist nur die Mutter mit der alleinigen Obsorge betraut. Das kann aber jederzeit geändert werden durch einen gemeinsamen Antrag bei Gericht. Was bedeutet jetzt gemeinsame Obsorge? Das bedeutet, dass jeder Elternteil alleine das Kind vertreten kann und die Rechtshandlung dann von diesem Elternteil für das Kind rechtswirksam wird. Das andere Elternteil, der das Kind eben nicht vertreten hat, kann diese Handlung aber wieder eigenmächtig rückgängig machen. Was bedeutet das jetzt im Praxisfall, wenn sich die Eltern nicht einigen können? Dann entscheidet das Gericht. Es gibt jedoch einige Fälle, wo beide Elternteile zustimmen müssen. Das sind zum Beispiel Fälle von Namensänderung, Änderung der Staatsbürgerschaft, Änderung der Religion oder aber auch zum Beispiel die vorzeitige Auflösung von Ausbildungs- oder Lehrverhältnissen. Grundsätzlich bei Streitigkeiten über die gemeinsame Obsorge sollte man sich immer mal an einen Rechtsanwalt wenden, weil die oft auch versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden und auch sehr viele Emotionen aus einer belasteten Beziehung herausnehmen können.